müssen wir auf jeden Fall spielen, ne? Hauptstory geht jetzt erstmal vor. Na dann. Als erstes brauchen wir natürlich alle Zutaten. Sperrt die Ohren auf und hört meinen Porogus ordentlich zu. Oh weh. Ah, ich hab mich alle getroffen. Hui. Ah, ich hab gedacht, die wäre auch kaputt. Er pullt natürlich immer alles, ne? Der Matschmann. Der erste Bossfight. Quasi. Ich bin schon so auf Endborg gespannt. Einfach nur, weil ich wissen will, was passiert. Okay, auch interessante. Eine sehr interessante Mechanik.
Ich werde nicht los, leider. Shit. Das war natürlich meine Schuld. Ja, und wie komme ich jetzt dahin? Ah, okay, man muss hier nochmal hin. Okay. Oh, so oder so dann nochmal hin. Ich habe mich viel zu leicht von Sachen ablenken. Ne? Also auch ein mega Problem. Meine Fee macht das hier schon, ne? Die regelt das.
Okay, das wäre Permadeath gewesen. Bin ich mir ziemlich sicher. An sich eine ziemlich coole Innie. Die zwei Wartungsdächer müssten eigentlich immer aktiv sein, ne? Also diese Inni hier ist wunderschön, Leute. Da kann man nichts anderes zu sagen. Das sieht schon mega sick aus. Es sieht einfach gut aus.
Fehlt nur noch der allerletzte Schliff. Frisch aus dem Ofen und schon so wütend. Kommt, zähmt das Biestchen. Och Gott, wie süß. Ofenfrische Oberquixi. Gegen die müssen wir jetzt fighten, oder was? Das feels so sweet. Auch coole Spielmechanik. Mega coole Spielmechanik, ey. Finde ich mega gut. Aha! Das ist doch schon ein bisschen größer, das Schwein. Gefällst du mir schon besser? Jetzt ist sie also bereit, die Heil- und Transferzauber in sich aufzunehmen? Dann bräuchte ich erneut eure Hilfe.
sollte genügen. Nun, dann darf jetzt unsere große Quixi die stolze Mutter ihres ersten Wurfs werden. Dazu braucht sie allerdings eine Unmenge an magischer Energie. Aber ich wäre nicht Matoya, wenn ich das nicht im Handumdrehen erledigen könnte. Da können andere Hexen noch was lernen. Ganzer Wurf, Ferkelchen, bitte sehr. Und alle genau wie euer Angel. Angel. Die drei hier sind nur der Anfang. Wollt ihr noch weitere? Dann steckt mehr Energie in die Muttersau. Kein Problem. Kein Problem, sagt sie. Kein Finger kann ich mehr heben. Und trotzdem ist dies viel effizienter, als jede Quixi einzeln zu erzeugen. Vielen Dank, Matoya. Und euch allen für eure Hilfe. Das ist ein großer Fortschritt. Wenn wir jedem Stadtstaat eine dieser Quixis überlassen, sollte ihnen das bei den Verhandlungen mit den wilden Stämmen sehr zugutekommen. Am besten fangen wir gleich in Limsa Luminsa an. Das wäre sinnvoll, ja. Allerdings würde ich euch bitten, auf mich zu verzichten. Ich muss mich eine Weile ausruhen, glaube ich. Erstmal total erschöpft, arme Justula. Danke, dass du dich so engagiert um die Zutaten für die Quixi gekümmert hast. Gib auf dich Acht, ja? Nun ja, ein Familiar zu schaffen ist ja auch nicht einfach. Oder du kommst selbst langsam in die Jahre, Stola. Du liebe Zeit, hieße das, dass du mich endlich wie eine erwachsene Frau behandelst? Dieses Kind muss aber auch immer das letzte Wort haben. Nun, wenn ihr dann fertig seid, diese alte Dame hier hätte gerne wieder ihre Ruhe.